So. Wow, also jetzt, wo ich mal drauf achte, die Haare von denen sind echt hässlich gepixelt irgendwie. Ja, ne? Hey Süßer, ich bin Suse, die Tänzerin. Soll ich für dich tanzen? Den Tanz der sieben Schleier. Schwimm. Dazu stöhne ich, das kostet doch nur 1,99 € die Minute. Ja, Fragezeichen. Oh yeah, tu es. Sorry, aber ich glaube, du bist noch zu jung. Nein! Hey, bitte tanz für mich. Oder Wow, sie? das Hey, ignoriert. tanz für mich! Keine Ahnung, irgendjemand soll für jemanden tanzen. Du wirst echt mal wieder verdammt eiskalt abgemacht. Oh, jetzt möchte ich mir mal angucken, was passiert, wenn wir Nein sagen. Bitte verschone Es mich! ist so Klischee. Du weißt nicht, was dir entgeht. Oh, geil. Das heißt, wenn wir jetzt Ja sagen, macht's es, oder wie? Boah! Frauen! Du kannst auch nicht mal. Oh Gott, das sind schon wieder Bayern. Diskussionsthema. Wie alt ist Ark? Ja, alles, das kann man alles ausführlich im Special bereden. Hallo Fremder, spielst du mit? Na klar, wie heißt das Spiel? Gott. Es nennt sich Stripper Wüstenpoker. Aber dafür bist du noch zu jung. Was? Warum erklären Sie es dann einem? Sie sehen doch vorher, wie alt der doch aussieht. Warum erklären Sie ihm das dann? Das macht doch so gar keinen Sinn. Oder verschnürt der Bart irgendwie die Luftzufuhr oder zum Gehirn oder was? So, das heißt also, die Quattros sind eine Gemeinschaft von Inzest, wo sich alle gegenseitig poppen und wenn wir dazu kommen wollen, dann will es keiner mehr. Nee. Weißt du, vorher fliegen all die Mädchen auf dich in diesem Spiel und dann, wenn du mal was wirklich willst, ne? Vor allem, warum bitten Sie einen dann? Warum geben Sie einen dann die Auswahl? Die sehen doch, da steht vor mir ein Junge und nicht da steht ein Mann. Oder steht da erst, wenn Sie die Frage stellen, willst du das und das haben? Dann sehen Sie doch einen Mann und wenn du auf Ja drückst, dann wirst du erstmal 15 Jahre jünger. Nee, du bist so alt, geh! Wir laufen morgen in Richtung des neuen Kontinents aus. Der Fischfang ist mein Leben. Boah, das ist eine ganz schön tiefe Stimme, Mädchen. Ah, hier ist nichts. Ich mag Räume, in denen nichts ist. Ah, Copy-Paste. Logikenspiel. Ich dachte, das gibt's nur verstärkt in Illusion of Time, wo wirklich jeder NPC dem anderen auf ein Ei gleicht. Ja, Moment. Das habe ich schon mal gelesen. Ah, neuer Dialog. Wir machen uns bereit, morgen früh bei Sonnenaufgang auszulaufen. Bist du dabei? Oh yeah. Atomkraft, nein, nein. Ja klar. Kann ich Oh dann blocken? Gott! Muss Alter! sein. Ja! Ja, ich hab schon. Na klar, kann ich an Bord gehen? Dies ist eine Forschungsreise. Touristen sind an Bord nicht erlaubt. Ich habe auf einmal meine Stimme gewechselt. Die nächste Reise? Steht noch kein Termin fest. Siehst du, warum fragen Sie uns dann, ob wir mit dabei sind, wenn Sie doch eh wissen, dass Sie nicht mit dabei sind? Wie hieß noch mal die Musik, die bei Titanic gespielt hat? jetzt hab ich's vergessen. Nee, ne? Moment. Was sollen wir jetzt überhaupt machen? Nee, ich hab das Gefühl, ich sollte mich mal im In-Pen legen. Gute Idee. Ich weiß jetzt, glaube ich, wieder, was ich machen muss. Aber das Spiel sagt es mir ja nicht. Da steht immer noch gay. Und ist blauhaarig. Ach ja, wir werden jetzt vergewaltigt. Da war ja was. Ist schlimm, wenn alle Frauen auf dich fliegen, ne? Ja. Man muss damit leben. Es ist ein Fluch. Das ist. So. Wie das noch mein Charakter? Nächste beim letzten Mal. Wach auf!
Ja, vor allem wäre das denn das dritte Mal, dass ich quasi einen Selfmade-Dialog führe. Selber, das ja. Hab ich jetzt schon zu, das ist, nee, das ist doch kacke. Entschuldige, es ist spät, doch wir haben wenig Zeit. Wir brauchen dich. Prinzessin Milia ist in Gefahr. Jemand will sie ermorden. Jetzt ist nicht die Zeit für lange Reden. Scheiße. Sie muss schnellstens fort. Wir können sie am Ort des Schiffes bringen, aber alleine. Ich suche jemanden, der sie vor Gewalt beschützt. Während ich den Mörder. Ups. Ich bin aus der Rolle gefallen. Könntest du das übernehmen? Ja. Nein. Du machst Witze! Mir ist es egal, was mit Melina geschieht. Du bist doch ein großer Held, dem man vertrauen kann, oder? Sie braucht deine Hilfe. Bitte überleg es dir noch einmal. Könntest du das übernehmen? Nein! Nein! Nein, danke, diese Prinzessin ist. Verdammt, Mann! Verdammt! Ich dachte, da kommt der gleiche Dialog. Sie ist so grässlich. Das stimmt nicht! Sie ist ein sehr netter und bezaubernder Mensch. Und ich will darüber über Glück, nö. Aber ihr Schicksal hat ihr Innerstes so tief verletzt. Sie braucht eine Hilfe. Bitte überlege sie noch einmal. Könntest du das mal nehmen? Nein! Nein! Was willst du? Jetzt kommt das gleiche nochmal. Du bist doch ein großer Held, dem man vertrauen kann. Okay, jetzt machen wir's. Eine solche Aufgabe kann ich beim besten Willen nicht öfter als dreimal ablehnen. Großartig! Ich danke dich! Jetzt kann ich meinen Freund retten! Was? Welchen Freund? Warte mal! Was? Ich werde dich später folgen. Pass gut auf sie auf. Ich sehe dich morgen früh in Ahola. Ich zähle auf dir. Ahola. Sollten wir nicht gerade noch auf... Warte mal. Habe ich jetzt den Plot nicht verstanden? Was soll das heißen? Wirklich, Bianc? Warum hast du das denn nicht gleich gesagt? Welche Wahl hatte ich denn? Jedes Mal, wenn ich auf Ablehnen gedrückt habe, kamen sie wieder. Hätte ich abgelehnt, wäre sie nicht gegangen. Ist das so oder ist das so? Ich hab das erste Mal draußen gewesen und jetzt ist es mitgekriegt. Ja, aber ich musste Geschäfte machen. Ja, in der Box. In der Box. Und eine Reise zu einem neuen Kontinent klingt gut. Du hast echt nichts Besseres zu tun, Berg. Überraschenderweise ist er nett zu älteren Damen. Worauf willst du eigentlich hinaus? Ach, nichts. Badumtisch. Schlaf ein wenig. Es wird eine anstrengende Reise mit einer alten Dame. Und? Du stehst auf das ältere Kaliber. Kein Kommentar. Nicht! Lieber 4 15-Jährige als eine 60-Jährige. Nee, warte. Moment. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei dir Absicht war oder ob das jetzt ein Fehl war. Nee, war Absicht, beabsichtigt sozusagen. Ne. Grins. Of course. Kein Kommentar. So, da schon wieder Horst Heinz Seedichterhofer. Keine Ahnung. Was will ich überhaupt im Hospital? Warum renne ich hier nochmal rein? Pennt der noch? Nein, ja. Er ist tot. Er hat viele Punkte. Er punktet. Ja, richtig. Boah. Alter. Die Folge hat's in sich. Ich glaube, die ganze Aufnahme. Gott. Jetzt sind die Matrosen da weg, ne? Jetzt sind wir einfach nur drei. Ja. Natürlich. Hi, wieder. Du bist hier. Gut. Ich habe keinen Bock mehr auf die Stimme. Die ist mir zu hoch. Das Schicksal der Prinzessin liegt in deinen Händen. Prinzessin, bitte geht an Bord. Ich werde das nächste Schiff nehmen. Aber das nächste Schiff kommt erst in 15 Tagen. Eben. Genau, sie hätte auch nicht dasselbe Schiff nehmen können. Ja, warum? Überhaupt nicht. Bist du Bjork? Wir werden gleich ableben. Begib dich an Deck.
Okay. Ja, nein. Ich hätte jetzt gesagt nein. Mann. Ich bin deine Mutter. Ich weiß deine Hilfe sehr zu schätzen. Sei vorsichtig, Björk. Björk, Björk. Oh, geil. Ich hab den Dialog nochmal geil. Durch irgendeinen Bug habe ich gerade zweimal den gleichen Dialog gehabt. Yay. Oh Gott, nein. Oh, ein Dialog. Hi. Na, Schnuggel. Wieso habe ich das immer das Gefühl, dass irgendwelche Dialoge auf irgendwelchen Schiffen oder Flößen immer, oder Flüsse, was ist die Mehrzahl von Floß? Flüsse, ne? Ich meine. Immer mit dir zusammen verbringen, das kann doch kein Zufall mehr sein, ne? Sag doch einfach, dass du mich liebst. Jetzt muss er überlegen! Ja. 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 Oh, nein. Ist er nicht einfach knuffig? Dann reden wir mal mit dem Mädchen. Ey, Mädchen, Prinzessin. Genau. Du wirst dich hier draußen noch erkälten. Punkt. Punkt. Voll der Gentleman. Seite. Natürlich. Das übliche Schwein. Und sonst, was geht heute Abend? Ja. Cool. Eigentlich müssten wir mal. Ja. Ein Ding jetzt schreiben. Nicht schreiben. Schwachsinn, wir haben doch den Dialog. Ein Terranigma-Film machen. Weißt du, du schneidest immer nur die Dialoge raus, die Story wichtig sind, und betonst sie richtig, richtig vernünftig und machst daraus einen Terranigma-Film. Ohne das ganze Level gedönst und so. Wirklich nur wirklich die Cutscenes und sowas. Das hätte was. Und was habt ihr so? Was habt ihr so No Lives? Das wäre eine coole Idee, das hatte glaube ich noch keiner. Ist eine geile Idee, sollten wir machen. Wir beide zusammen. Ja, ey, überleg dir mal, irgendwelche krassen hier für 20 Euro tun doch Mädchen auf dem. Du weißt schon was, alles. Den holen wir einfach die nächstbesten, die synchronisieren denn hier Prinzessin Mahatma. Und Mahatma 2 auch? Das wird. Das ist jetzt einfach hier zu gut. Jetzt muss ich nur wissen, wie das Lied wieder ging. My heart's will go on. Ich liebe genau, dich, Kapitän. Wenn wir Erfolg haben, werden viele Menschen mit uns reisen. Dieses Schiff ist die Brücke zwischen den Kulturen. Ich bin glücklich. Yay. Das ist schön, dass du glücklich bist. Vielleicht wollen wir auch glücklich sein. Schon mal daran gedacht, du Egoist. Das sagt der Typ, der durch sein Ego spricht. Egal. Ich darf das. Eine gute Brise. Diese Reise wird in die Geschichte eingehen. Als die Reise, die in die Geschichte eingegangen ist. Dom, dom, dom. Wenn du seekrank wirst, solltest du dich in deiner Kabine hinlegen. So etwa? Ja, okay. Was sagst du uns Wichtiges? Wenn du auf das Meer starrst, erwachen die Geister und... Rape. Holy day. Du könntest einen kleinen Schreck bekommen. Moment, sie holen uns. Wir könnten einen kleinen Schreck. Die Texturen sehen hier irgendwie so aus wie Luran. Ich weiß auch nicht warum. Nur das Wasser ist unter aller Sau. Ja. Und. Das Wasser. Schau mal, achte mal drauf. Das Wasser bewegt sich das Schiff nicht. Yep. Wir bleiben hier den ganzen Tag. Übrigens, die Tür hier ist wunderschön. Ja. Stell dich mal neben die Tür. Ist dir mal aufgefallen, dass Ark... Durchschnittstüren sind 2 Meter groß. Ark ist fast genauso groß wie eine Tür. Yay! Ark ist Ark. Man kann an den Türen ablesen, wie groß Ark ungefähr ist. Dann ist Melina aber ähnlich groß. Ja.
Wir sind alles Riesen. Alles Riesen. Aber Ark müsste so um die 1,80, 1,90 groß sein. Wow. Diese Texturen. Ich habe sie noch nie zuvor gesehen. Vor allem, guck dir mal an, wir laufen auf Steinen. Ja. Das ist ein Steinschiff. Es gibt ja auch Steinmenschen. Davon habe ich schon reichlich. Ja. Steht im Lösungsbuch übrigens nicht drin, was in dieser Truhe ist. Das heißt, ich müsste jetzt also... Ist eine Götterknolle. Oh, nee, geht gar nicht. Aber ich hab die Tautropfen nochmal. Ich hab auch dran gedacht, aber ich hab auch daran gedacht. Ja. Ich acht gegeben hab. So, jetzt, wenn wir jetzt nochmal mit ihr reden.